klare Nachtluft liebt die Tochter des Pharaos, die über uns steht. Und die wollen wir immer ein bisschen vermiesen, damit sie den Balkon verlässt. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und herzlich willkommen zurück zu Ankh 2, Herz des Osiris. Und wir haben eine unreife Frucht und wir haben eine Topfpflanze. So, mehr haben wir, glaube ich, hier nicht. Da wäre noch eine Frucht. Können wir noch eine nehmen? Zu hoch oben. Zu hoch oben, okay. So, da ist eine Wache. Und da Fledermausmist. Die Fledermaus hat sich nicht gerade um Sauberkeit bemüht. Und das Fledermausnest, sage ich jetzt einfach mal, ist hier genau unter diesem Rohr. Nimm Fledermaus. Okay. Okay, wenn wir das anzünden könnten, denke ich mal, dann würde der Mistgestank durch das Rohr nach oben strömen. Es ist die Frage, da ist eine Fackel. Können wir die nehmen, ohne dass der was sieht? Nee, ne? Was für eine Verschwendung, die ganze Nacht das Licht anzulassen. Können wir denn, warte mal, mit der trockenen Pflanze... ich wollte eigentlich... Ja genau, das hat sie auseinandergebackt. Ja, immer einen Topf haben wir jetzt und einen Zweig. Den Zweig mit dem Feuer? Jetzt brennt es. Sehr gut. Jetzt nehmen wir den brennenden Zweig mit dem Mist. Der Fledermausmist brennt. Ha! Wie geht? Der Wind hat gedreht und weht vom Nil herüber. Ja, dann geh du mal schön weg. Das sagst du immer. Also sogar nett gemacht, dass sie sogar da hinten zu sehen ist. Kann ich mit dem reden? Jemand, mit dem man es sich lieber nicht verscherzen sollte. Kann ich ihm den Topf auf den Kopf hauen? Das wird nicht funktionieren. Okay, ist schon gut. Also die unterhalten sich jetzt gerade. Vielleicht können wir mal zurück. Nicht das Olivenöl vergessen. Wenn jemand die Ranke festhält, kann ich da hochklettern. Olivenöl Schmul! Shalom! Ephraim! Verdammt, sie hören mich nicht. Mutter tut's auch. Dann schmeißt die Frucht da hoch. Was machst du? Autsch. Ja, voll riesig, ja, da das Ding. Ja noch was. Lasst mich endlich hoch. Na klar. So, können wir uns jetzt bitte hier wieder hochbegeben? Schön festhalten, Jungs. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann lasst uns mal weiter marschieren. Warte, Tara. Nimm diese Bananenschale. Falls es gefährlich werden sollte. Schmul, damit können wir vielleicht die Träger der Sänfte des Pharao zum Ausrutschen bringen. Aber was soll mir die Schale im Palast helfen? Man kann nie wissen. Es ist immerhin unsere einzige Waffe. Ja, vielen Dank, Schmul. Wir haben jetzt eine Bananenschale. Können wir die schälen? Nö. Ach. So, was haben wir denn hier? Betrachte Statue, die eine gefälschte Szene zeigt. Ah ja. Das nenne ich mal eine Verdrehung der historischen Tatsachen. Gut. Fenster? Kann man durchgucken? Oben befindet sich eine kleine Klappe. Da ist die Fledermaus. Und hier liegt was. Meister-Ra-Putzmittel. Meister-Ra. Sehr schön. Der Putzmann ist wohl voreilig getürmt. Vermutlich wurde er beschimpft. Okay, dann haben wir hier eine Blumenampel. Heute ist übrigens Muttertag. Fällt mir bei der Blumenampel irgendwie immer ein, weil... Erinnert mich irgendwie an Asil. Ja. Nein, weil normalerweise ist das der typische Tag, um Blumenampeln an die Mutter zu verschenken. Aber dieses Jahr hat sie auf eigenem Wunsch hin Pflanzen für den Garten bekommen. Also Tomate, Paprika, Peperoni. Ja, und ein bisschen was Süßes, ne? Wollte ich mal eben so nebenbei erwähnen. Das ist ein Elefantenkopf, der als Abflussrohr funktioniert. Nanu, habe ich da gerade eine Stimme gehört? Ach so, man kann ihn praktisch von hier aus ein bisschen dirigieren. Man kann jetzt nicht das Putzbild durch den Elefanten. Das scheint nicht zu funktionieren. Ihr schreit auch noch lauter. Champagnerflaschen. Eisgekühlter Champagner. Eisgekühlter Bamalunder. Bamalunder, eisgekühlt. Ich nehme eine Flasche mit. So. Fackel? Man kann sich daran verbrennen. Ja.
Ich weiß nicht, runter können wir wahrscheinlich nicht, ne? Da gehe ich nicht runter. Sie würden mich sofort entdecken. Ja, das dachte ich mir. Und hier können wir rein? Ziemlich kitschig eingerichtet. Ziemlich kitschig eingerichtet. Okay, da dürfen wir auch nicht rein. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie durchs Fenster. Oder wir müssen... Ne, da unten ist ja eine Tür bei dem Typen. Also wir kriegen... Hört man meine Stimme durch das Abflussrohr? Ja, ja, genau. Dann sprech doch mal. Rede mit Elefantenkopf. Hallo? Schon wieder. Ich höre schon wieder Stimmen. Stimmen. Warum peinigt ihr mich? Das sind die beiden Trottel aus dem ersten Teil, die vor dem Palast standen. Ich bin dein Gewissen. Hast du mir was zu beichten? Ich bin dein Gewissen. Hast du mir irgendwas zu beichten? Beichten? Ich? Nicht, dass ich wüsste. Außer vielleicht das mit dem Steinschere-Papier spielen. Wieso? Was ist denn damit? Naja, mein einfältiger Kumpan hier, der hat das Spiel noch nicht so recht geblickt. Er kennt nur den Stein. Und somit kann ich ihn immer besiegen. Deshalb verliert er immer und muss der dämlichen, Verzeihung, hochwohlgeborenen Pharaos Tochter ihre Wünsche erfüllen. Ja, die ist anscheinend sehr beliebt, die Tochter. Aber wenn man so ein arrogantes Stück Dreck ist, ist das aber auch kein Wunder. Lass deinen Freund gewinnen. Okay. Als dein Gewissen sage ich dir, lass deinen Freund gewinnen. Werdet ihr Stimmen mich dann in Frieden lassen? Oh. Wie würde ich das ja gerne sagen? Ach komm. Wir Stimmen werden dich niemals in Ruhe lassen. Na, dann kann ich es ja mit den guten Taten gleich sein lassen. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte es einfach nur mal hören. Entschuldigung. Schon wieder. Stimmen. Ja, komm. Ja, komm. Weichen. Oh. Naja, er kennt. Deshalb. Recht so. Nein. Ach. Das habe ich mir doch schon. Ich habe aber zu viel geklickt. Es tut mir leid. Machen wir es nochmal. Ja, 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 ja. Schon wieder. Stimmen. Hoppla. Nein. Ach, Alex, jetzt, okay, Entschuldigung, jetzt mach ich's richtig. Schon wie Stimme. So, wir wissen. Ich bin. Weicht. Wieso? Naja, er kennt nur. Deshalb verliert. Verzeihung. Gewinn. Als dein Ge. Werdet ihr stimmen? So, aber sicher. Aber sicher. Na gut, dann werde ich das nächste Mal die Schere spielen, anstatt das Papier. Ja, dann mach. Ja, wie werde ich das Ereignis jetzt ein bisschen beschleunigen? Kann man die Bananenschale da runterschmeißen? Das scheint nicht zu funktionieren. Den Champagner? Das scheint nicht zu funktionieren. Und den Abflussreiniger auch nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Gut, ja, was bringt's das jetzt? Dieses Fenster lässt sich nicht öffnen. Und dies? Oben befindet sich eine kleine Klappe. Ich such die... Da ist die Klappe. Eine kleine Klappe. Eine kleine Klappe. Eine kleine Klappe. Eine kleine Klappe. Den Topf da hochschmeißen. Das scheint nicht zu funktionieren. Den Champagner. Oh, das geht? Ah! Okay. Ah! Hilfe! Eine Fledermaus! Oh Mann, schon wieder. Eins, zwei, drei. Hey, diesmal habe ich gewonnen. Tja, dann. So, jetzt ist er weg. Keine Sorge, das haben wir gleich. Oh, so ein starker Mann. Willst du nicht ein wenig bleiben? Nun ja, wenn es meine Pflicht ist. Nanu, wo bleibt er denn? Also eine Schlampe ist er auch noch. Ja, super. Also eine Schlampe und dann auch noch arrogant. Super, ganz, ganz tolle Frau. So, ja, was machen wir jetzt mit dem Kerl da unten? Können wir den auch beflüstern? Anscheinend hört man meine Stimme durch. Ich sollte etwas anderes versuchen. Du willst was anderes versuchen? Die Banane, ne? Die Banane. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, wie mache ich das denn da? Achso, kann ich jetzt bei ihr ins Zimmer? Ziemlich kitschig eingerichtet. Achso, ich kann einfach durch.
Ja, toll. Ich dachte, der steht noch im Weg. Okay, der wird einfach nicht mehr berücksichtigt. Das ist auch gut. Okay, wir sind schon mal im Palast drin. Das ist ja schon mal was. Wir müssen jetzt in den Keller. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Da ist eine Tür zur Küche. Okay. Vorhang, kann ich den öffnen? Moment, da können wir wahrscheinlich auch durchgehen. Thronsaal. Oh Gott, wie viele Räume haben wir denn hier? Hier ist der Thronsaal. Heieiei. Ist der leer? Ne, da steht ja einer. Ich kann mit dem reden? Ach, das kennen wir alles noch hier. Sehr cool. Wer bist du? Und warum schleichst du des Nachts durch den Palast? Wollte mir Beine vertreten. Ich bin die neue Küchenhilfe. Das ist doch gut. Ich bin die neue Küchenhilfe und wollte die Fischgräten wegräumen. Dafür verlange ich stichhaltige Beweise. Zum Beispiel ein leckeres Couscous-Gericht. Das dürfte dann ja nicht zu viel verlangt sein. Okay, dann holen wir uns, also dann besorgen wir jetzt ein Couscous-Gericht, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was wir mit den Fischgräten machen wollen. Okay, weiter können wir hier auch nicht. Ich denke, dazu sollten wir vielleicht die Küche betreten, ne? Ja, was ist da? Mal gucken. Was gibt's denn Was da? mag wohl dahinter sein? Vorhang auf! Oh, da schläft einer. Ach, Olga! Unglaublich. Bürgerbraterin Olga wurde zur Palastköchin befördert. Sie hatte sicher schlagende Argumente zur Hand. Aha, da ist Schlüssel, ne? Wenn sie nichts mehr in der Hand hat, wird sie bestimmt wach. Dann tauscht das doch gegen die Banane. Das scheint nicht zu funktionieren. Echt nicht? Spülmittel? Das scheint nicht zu funktionieren. Hm, den Topf. Das wird nicht funktionieren. Ja gut, dann nicht. Dann gehen wir mal hier gucken. Das sind die 10 Kochverbote. Kann man die lesen? Ich wollte die lesen. Das sind die 10 Kochverbote. Du sollst nicht kochen schmutziges Essen. Du sollst nicht nehmen eine feuchte Grundlage. Du sollst nicht vertrocknen lassen die saftige Speise. Du sollst nicht nehmen vom fauligen Fleisch. Du sollst nicht vergessen, in Demut zu trauern. Du sollst nicht übertreiben mit der Gurke. Du sollst nicht vernachlässigen die Gesundheit. Du sollst nicht vergessen die Schärfe. Du sollst nicht rühren deines nächsten Topf. Du sollst nicht vergessen den feinen Geschmack. Ich glaube, das ist ein Rezept. Ein Brat. Oh, guck mal, ein Bratenwender. Ihr liebstes Werkzeug. Den habe ich gar nicht gesehen. Können wir den vielleicht in den Schlüssel austauschen? Das scheint nicht zu funktionieren. Aber. Unglaublich. Ja, Wenn sie ja, ja. nichts mehr in der Hand hat, wird sie bestimmt wach. Ich habe doch so viele Sachen, die wir in die Hand geben können. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir erstmal weiter. Irgendwas finden wir bestimmt, was wir in die Hand geben können. Was haben wir denn hier? Ist auch wieder ein Vorhang. Vorhang auf! Das ist gar nichts? Da ist nichts. Okay. Und den? Ist da was hinter? Ganz schön riesig, der Vorhang, ne? Vorhang auf! Ist auch nichts, okay. Ja, dann gehen wir doch mal in die Küche. Oder kommen wir ja nur rein, wenn wir den Schlüssel haben, wahrscheinlich, ne? Die Tür ist verschlossen. Ich muss doch mit irgendwie mit den Gegenständen, die ich habe, das austauschen können. Gehe zu. Ach, vielleicht muss ich nicht mit Schlüsselbund, sondern mit Olga machen. Das geht nicht. Das scheint Banane? nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Oder habe ich das nicht richtig ausgewählt? Mal gucken. Mit Olga. Das wird nicht funktionieren. Mit Olga. Das wird nicht funktionieren. Mit Olga. Das wird nicht funktionieren. Banane. Das wird nicht funktionieren. Och Mensch. Dann doch noch mal mit Schlüsselbund direkt. Das scheint nicht zu funktionieren. Ist irgendwie fast der gleiche Tonfall, nur ein bisschen lauter. Das scheint nicht zu funktionieren. Mit irgendwas muss das doch gehen. Das scheint nicht zu funktionieren. Topf. Das scheint nicht zu funktionieren. Haben wir denn noch irgendwas hier liegen? Hier gucken wir nochmal um. Schrank. Ja, ganz ehrlich, das muss doch irgendwie so funktionieren, oder? Betrachte Olga. Versperrt.
Olga ist versperrt. Unglaublich. Bürgerbraterin Olga wurde zur Palastköchin befördert. Sie hatte sich erschlagene Argumente zur Hand. Ja. Nimm Schlüsselbund, betrachte Olga. Wenn sie nichts mehr in der Hand hat, wird sie bestimmt wach. Ja, aber du kannst ihr doch was anderes in die Hand geben, Mädel. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Kann ich ihr die Gebote geben? Das wird nicht funktionieren. Brauchen wir auch mit Sicherheit. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich probiere das alles nochmal durch in der... Das scheint nicht zu funktionieren. In der Hoffnung, dass ich irgendwas nicht richtig geklickt habe. Das scheint nicht zu funktionieren. Also, wir haben jetzt alle Objekte bis auf die... Das wird nicht funktionieren. Gut, und dann nehmen wir das jetzt nochmal mit Olga. Das wird nicht funktionieren. 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 Sehr gut. Dann funktioniert das eben nicht. Wir kriegen den Schlüssel nicht von ihr. Vielleicht müssen wir nochmal mit ihm reden, dass wir irgendwie Möglichkeit... Oder ist hier noch irgendwas? Können wir hier durchgehen? Oder hier? Ups. Aber warte mal. Können wir da oben noch... Ah! Was ist denn das hier? Schemel? Der Sitzplatz für einen pharaonischen Hebezieher. Er scheint mit den Falltüren verbunden zu sein. Aber es ist sicher zu laut, wenn ich ihn jetzt benutze. Ja, gut, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Ich denke mal, einen Part nehme ich gleich noch auf, aber ja, deswegen soll das jetzt nicht euer Problem sein. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Euer Alex, ciao. Bis zum nächsten Mal.